Krokusse. Knollen einpflanzen. Krokusse werden als Knollen in den Garten gesetzt. Im Handel gibt es meist bunte Mischungen in den Farben Weiß, Gelb und Lila. Wenn Sie nur Krokusse in einem bestimmten Farbton setzen möchten, sollten Sie im Handel nachfragen. Wenn die Knollen schon so weit ausgetrieben sind, wie hier zu sehen, ist es allerhöchste Zeit, sie in die Erde zu bringen. Der Vorteil liegt aber darin, dass Sie ganz deutlich erkennen, wo bei der Zwiebel oben ist. Üblicherweise setzt man die kleinen Knollen in Grüppchen, nicht zu tief, im Herbst, im September oder Oktober in die Erde. Falls Ihr Boden zu Staunässe neigt, bereiten Sie den Knollen ein sandiges Bett. Im Frühjahr darf der Boden gerne etwas feuchter sein, gießen müssen Sie die Frühblüher aber nicht. Ideal wäre ein sonniges Plätzchen in Ihrem Garten, das den Krokusknollen im Sommer und im Herbst eine trockene Umgebung bietet. Krokusse können Sie auch in Ihren Rasen setzen. Allerdings sollten Sie an diesen Stellen erst mit dem Mähen beginnen, wenn die Blätter der Krokusse vergilben.